Ja, es stimmt. Aber bitte sagen Sie es nicht meinem Freund. Das ist Ihre reine Privatsache. Wir wollen hier nur ein Alibi überprüfen. Sie sind sich also ganz sicher, dass Sie die ganze Zeit bei ihm waren, ja? Ja, sicher. Warum sollte ich denn lügen? Vielleicht wollen Sie entdecken? Nein. Hören Sie, wir haben sogar Essen beim Griechen bestellt. In der Hubertusstraße. Der Fahrer, der das Essen geliefert hat, kann es sicherlich bestätigen. Was wollen Sie denn schon wieder? Das wird Ihnen am besten Ihre Freundin selbst erzählen. Achso, was ist denn los? Ja, wie gesagt, fragen Sie Ihre Freundin. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und? Haben Sie das über Nele rausgefunden? So wie es aussieht, hat dieser Milo nichts mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun. Also für die in Fragen gekommene Zeit hat er ein Alibi. Mann, wenn die nicht bei dem Milo ist, wo ist sie denn dann? Das freuen wir uns auch. Warten Sie mal. Ich hab's. Die ist hier, Mensch, wie heißt die Alte hier? Die Tusse vom Jugendamt, Neles Betreuerin. Barbara Schneider. Die wollte mir sowieso schon die ganze Zeit meine Tochter wegnehmen. Gleich geht's weiter bei KL. Ein 12-jähriges Mädchen wird nachts aus seinem Kinderzimmer entführt. Ihre drogensüchtige Mutter verdächtigt die Betreuerin vom Jugendamt. Da kommen Sie jetzt mal eben so mit raus? Sie sollten mal die Finger von den Drogen lassen. Meinst du, da sind Sie der Erste, der mir das sagt? Wir werden doch nicht der Letzte sein. Wie kommen Sie eigentlich darauf, dass eine Mitarbeiterin des Jugendamtes Ihre Tochter entführt hat? Mann, die Alte ist total heiß auf meine Kleine. Die kann selber keine Kinder kriegen. Nun raffen Sie es doch mal. Das ist doch kein Grund für eine Entführung. Mann, checken Sie es eigentlich nicht? Die hat meine Tochter. Die will die mir schon die ganze Zeit wegnehmen. Natürlich habe ich immer wieder versucht, Nele von ihrer Mutter wegzubekommen. Aber nachdem ihr Vater an einer Überdosis gestorben ist, da hat mir Frau Melzer wirklich hoch und heilig versprochen, dass sie sich bessert und endlich clean wird. Ja, aber das hat sie ja wohl nicht geschafft. Sie haben also auch keine Ahnung, wo das Mädchen stecken könnte? Ja, leider nein. Ja, ich hoffe, dass es dem Kind einfach gut geht und dass ihr nichts passiert ist. Wissen Sie, ich habe die Kleine schon sehr in mein Herz geschlossen. Ja, besonders, weil sie aus einer Familie kommt, in der wirklich jeglicher Halt fehlt. Aber wieso fragen Sie mich überhaupt? Naja, Frau Metz hat behauptet, dass Sie hinter dem Verschwinden Ihrer Tochter stecken. Was? Nein, überhaupt nicht. Ich meine, ich will nur das Beste für Nele. Ja, das glauben wir Ihnen ja auch. Können Sie uns trotzdem sagen, wo Sie dieses Wochenende waren? Ich war von Freitag bis Sonntag bei meinen Eltern. Das können Sie auch gerne nachprüfen, jederzeit. Ja, gut. Lassen Sie mich in Ruhe, Mann! Hallo! Du blöde Schnalle! Du hast meine Tochter entführt! Es reicht dir nicht, dass du mir Nele wegnimmst. Nein, du willst doch noch Kohle abkassieren! Ja, jetzt ist komm mal... Komm her, du, ich mach dich kalt. Jetzt ist Ruhe hier, verstanden? Gerrit. Lassen Sie mich los, Mann! Aber nur, wenn Sie ruhig sind, ja? Ruhe jetzt. Kannst du bitte Frau Schneider rausbringen, Gerrit? Wir brauchen noch Namen und Adresse sowie Telefonnummer ihrer Eltern. Kommen Sie jetzt her und hören Sie auf. Was soll denn das, Mensch? Los, nehmen Sie da Platz. Platz nehmen. Ruhig bleiben. Und jetzt mal ganz entspannt, ja? Wie fühlen Sie sich hier eigentlich auf? Und wie kommen Sie zu solchen Anschuldigungen? Hier, den habe ich erhalten. Erpresserbrief. Wir haben Ihre Tochter 100.000 Euro in Kleinscheinen nicht markiert und nicht durchnummeriert. Keine Polizei. Weitere Instruktionen folgen. Können Sie mir mal sagen, wo ich die Kohle hernehmen soll? Ich hab nichts. Ja, darum brauchen Sie sich aber keine Gedanken machen. Das regeln wir schon. Zumindest wissen wir jetzt, dass es Ihrer Tochter vermutlich gut geht. Ja, hat sich überhaupt nicht so wirklich irgendwie schlecht, aber... Was schlecht? Haben Sie mit ihr telefoniert? Haben Sie mit ihr gesprochen? Nein, da war so ein Video irgendwie. Was für ein Video? Mann, bei dem Scheißbrief war ein Video dabei. Ja, haben Sie das Video hier? Wir? Oh, nee. Nee. Ja, das Schwein, das habe ich jetzt zum Geburtstag geschenkt. Und da sind Ihre Schuhe, genau da. Und da ist meine Kleine. Ja, aber es scheint dir ja ganz gut zu gehen. Na, stopp. Ja, zum Glück. Mann, sie wirkt total vergnügt, überhaupt nicht verängstigt. Vielleicht kennt sie ihren Entführer. Gucken Sie doch mal die Wohnung. Gibt es da irgendetwas, was Ihnen bekannt vorkommt? Irgendein Detail? Nein, ich kenne die Wohnung nicht. Es tut mir leid. Okay. Das Band muss auf jeden Fall sofort zur Spurensicherung. Vielleicht sind da welche Fingerabdrücke von dem Führer drauf. Ja.
Also laut Bericht der Spurensicherung standen die Fingerabdrücke auf dem Brief und auch die auf dem Band. Nur von der Mutter. Ja, wer weiß. Vielleicht steckt die ja selbst hinter der Entführung. Damit sie ihre Schulden bezahlen kann. Ja, das glaube ich nicht, Alex. So eine gute Schauspielerin ist sie nicht. Ja. Außerdem ist die völlig verpeilt. Ich weiß nicht. Also ich könnte es mir schon vorstellen. Vielleicht hat sie einfach keinen anderen Ausweg gesehen. Naseband K11. Frau Melzer. Ja? Wann denn? Okay, alles klar. Wir kommen sofort vorbei. Ja? Tschüss. Was ist los? Ein weiteres Erpresserschreiben ist eingegangen mit den Übergabemodalitäten. Ich besorge jetzt das Geld und fahre mit Robert dahin. Also, die Übergabe soll durch Irina erfolgen. Und zwar um 11.15 Uhr Schleißheimer Straße, Ecke Keferloher Straße. Und weitere Anweisungen gibt's über das beigefügte Handy. Trauen Sie sich das zu? Für meine Schwester würde ich alles tun. Super. Also, hier ins Innenfutter ist ein Peilsender eingenäht. Und Sie werden natürlich auch mit Funk ausgestattet. Wir bleiben natürlich in Ihrer Nähe. Was soll ich tun? Ich so oft die ganze Zeit Kaffee. Ja. Wie wär's mit meinem Zug? Sie bleiben hier. Wenn es Neuigkeiten gibt, dann melden wir uns. Wie wir vermutet haben, das hätten Sie als gestohlen gemeldet. Tja, dann haben wir die einzige Möglichkeit, den Täter bei der Übergabe zu schnappen. Scheint eine SMS bekommen zu haben. Ja, eine SMS. Ach, tut ihr noch zu uns. Schauen Sie bitte nicht zu uns, Sie könnten beobachtet werden. Taxi? Taxi, auch das noch an. Okay. Steigen Sie ins Auto und fahren nach Hause. Wir machen alles wie besprochen. Wir melden uns bei Ihnen, ja? Komm, Robert. Sag mal, kannst du mir mal sagen, warum ich mir diese Special-Aufgaben übernehmen muss? Ja, einer muss es ja machen. Man macht es doch nicht selber? Robert, einer muss doch hier sein, um dich zu retten. Wenn du so schwimmst, wie du Auto fährst, überleg doch mal. Sehr lustig. Aber ganz ehrlich, ich hab was irgendwie leichter geworden. Kann gar nicht sein, der war im Wasser nochmal auf. Das kann doch gar nicht wahr sein. Ich weiß zwar nicht, wie er es gemacht hat, aber der Entführer muss irgendwie schneller gewesen sein als wir. Ja, aber das geht doch gar nicht. Hier war doch weit und breit kein Typ. Ja, aber das Geld ist doch weg. Ja. Aber zum Glück haben wir zwischen dem Geldschein noch einen Peilsender. Komm los. So, Motor aus und einmal aussteigen. Ja, kommen Sie ruhig mal rum hier. Also? Wir wollten den Führer von Nele kriegen. Ja, wollten Sie das? Ja. Wirklich? Micha, das Mädchen ist hier. Die ganze Entführung war nur vorgetäuscht. Ja, ich wollte doch nur, Nele soll es besser haben als ich und ich wollte ihr mal was Richtiges ermöglichen, eine Zukunft. Und ich habe doch selbst kein Geld und da kam mir die Idee mit der Entführung. Ja. Und dann haben Sie schon im Taxi das Geld aus dem Koffer genommen und nur den leeren Koffer in den Fluss geschmissen, oder? Ja, aber ich habe das doch alles nur für meine Schwester getan. Was passiert denn jetzt mit ihr? Ich meine, sie kann doch nicht wieder zurück zu meiner Mutter, solange die auf Drogen ist. Sie haben doch selbst gesehen, wie verantwortungslos sie ist. Machen Sie sich keine Sorgen. Ihre Mutter hat zugesagt, einen Entzug zu machen. Ja, und Nele? Ja, Nele. Nele geht erstmal zu Frau Schneider vom Jugendamt. Ich darf zu Barbara? Darfst du. Oh, super! Ja, Nele, das ist super. Aber auf Sie beide wird ja natürlich noch was zukommen. Das dürfte Ihnen klar sein.
Irina Melzer und Nico Schilling wurden wegen Erpressung und Entziehung Minderjähriger zu jeweils 2 Jahren auf Bewährung verurteilt. Milo Gerstmann wurde wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und gefährlicher Körperverletzung zu 3 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt.